Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Der zweite Weihnachtstag crasht voll rein. Ganz anders als das, was wir gestern noch gefeiert haben, wo wir von Frieden und Liebe gehört haben, vom Jesuskind in der Krippe, ist heute schon wieder von Mord und Totschlag die Rede. Ein Stück weit auch die Realität unseres Lebens. Jeden Tag können wir es hören in den Nachrichten, auch leider am Weihnachtsfest. Der heilige Stephanus, der ist der erste Märtyrer geworden, der erste Zeuge, der alles gegeben hat für seinen Glauben an den Herrn. Von ihm heißt es: Stephanus aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Das war nicht in einem frommen, verklärten Moment, sondern im Angesicht des Todes. Dieser Heilige hat so sehr an die Herrlichkeit Gottes geglaubt, dass er alles gegeben hat. Die Herrlichkeit Gottes ist zu uns gekommen an diesem Weihnachtsfest, ganz neu. Und diese Herrlichkeit soll auch uns dazu auffordern, an sie zu glauben und aus ihr zu leben, zu ihr zu stehen und sie zu bezeugen. Vielleicht nicht direkt bis zum Blutzeugnis, aber doch in einer Welt, in einem Alltag, wo viele Menschen von diesem Gott nichts mehr wissen, vielleicht auch nichts mehr wissen wollen. Das Weihnachtsfest mit dem heiligen Stephanus wollen uns ermutigen, zu diesem Glauben zu stehen, den weihnachtlichen Frieden trotz allem zu leben und die Herrlichkeit zu verkünden, die Besitz von uns genommen hat, die in diese Welt gekommen ist. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, so viele Menschen müssen jeden Tag auf dieser Welt um ihr Leben bangen, auch um des Glaubens willen. Es sind Menschen, die an deine Herrlichkeit glauben. Schenke ihnen und uns allen eine ruhige Nacht und festen Mut, zu unserem Glauben zu stehen, ihn zu bekennen und von ganzem Herzen an deine Herrlichkeit zu glauben, auf die wir zugehen und die uns erfüllen wird. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.